Wenn etwas den Harry Potter Filmen seinen Reiz verleiht, dann sind das auf jeden Fall die Zaubersprüche. Wie toll wäre es, wenn man diese auch im echten Leben anwenden könnte. Habt ihr euch gefragt, welche Zaubersprüche es in den Filmen gibt? Hier ist eine Auflistung. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Alohomora. Alohomora ist ein Zauber, mit dem Zauberer und Hexen Türen und andere verschlossene Objekte öffnen können. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa ist eine Beschwörungsformel, mit der man Gegenstände fliegen oder schweben lassen kann. Oculus Reparo. Oculus Reparo ist ein Zauberspruch, mit dem zerbrochene Brillen repariert werden können. Der Zauberspruch wird im Film von Hermine Granger benutzt, um Harry Potters Brille zu reparieren. Lacarnum Inflammare ist ein Zauberspruch im Film, der genutzt wird, um etwas anzuzünden. Hermine Granger war bekannt dafür, dass sie diesen Zauber anwenden konnte, wie sie es bei einem Quidditch-Match auf dem Umhang von Professor Severus Snape tat, von dem sie glaubte, dass er den Besen ihres Freundes Harry Potter verhexte. Petrificus Totalus. Dieser Klammerfluch ist ein Zauber, der das Opfer völlig bewegungsunfähig macht. Der Zauber dient in erster Linie dazu, die Bewegungsfreiheit des Gegners zu kontrollieren und einzuschränken. Nur die Augen sind immer noch frei bewegbar. Lumos Solem. Lumos Solem ist ein Zauberspruch, der einen Strahl aus Sonnenlicht erzeugt. Er ist quasi eine Verstärkung von Lumos. Hermine befreit Ron mit diesem Zauber von der Teufelsschlinge. Ferraverto. Dies ist ein Verwandlungszauber, der Tiere in Trinkkelche verwandelt. Um den Zauber auszuführen, muss man das Zieltier dreimal kräftig mit der Spitze des Zauberstabs berühren und dann direkt auf das Tier zeigen und Ferraverto sagen. Immobilus. Dieser Zauber macht lebende Ziele bewegungsunfähig. Zum Beispiel versteinert Hermine mit diesem Zauber alle Wichtel aus Cornwall im Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste, die Professor Lockhart nicht mehr unter Kontrolle bekommen hatte. Um ehrlich zu sein, bekam er gar keinen unter Kontrolle. Expelliarmus. Der Entwaffnungszauber Expelliarmus ist ein Verteidigungszauber, der das Opfer dazu zwingt, alles loszulassen, was es in der Hand hält. Das heißt, dass Zauberern und Hexen der Zauberstab aus den Händen gerissen wird. Bei einer Akromantula wird diese dazu gezwungen, ihre Beute loszulassen. Finite Incantatem. Der allgemeine Gegenzauber Finite Incantatem beendet die Wirkung eines gegenwärtigen Zaubers. Everte Satum ist die Beschwörungsformel eines Zaubers, der beim Duellieren verwendet wird. Draco Malfoy setzt diesen Zauber gegen Harry Potter während eines Trainingsduells ein. Rictus Sempra. Das ist ein Kitzelzauber, der eine Person zu unkontrolliertem Lachen veranlasst. Der Zauber wird von Harry Potter benutzt, um Draco Malfoy während eines Duells in Harry Potter und die Kammer des Schreckens abzuwehren. Ridiculus. Der Irrwicht-Repulso-Zauber Ridiculus ist ein Zauber, der zur Abwehr von Irrwichten eingesetzt wird und die Kreatur in eine Form zwingt, die den Anwender zum Lachen bringt. Serpensortia. Serpensortia ist ein Zauber, mit dem man eine Schlange erscheinen lassen kann. Der Zauber wurde von Draco Malfoy benutzt, um Harry Potter in dem von Gilderoy Lockhart gegründetem Duellierclub anzugreifen, als die Kammer des Schreckens während des Schuljahres 1992-93 geöffnet wurde. Vipera Evanesca. Serpensortias Gegenzauber ist der Zauber Vipera Evanesca, der die Schlange in einer schwarzen Rauchwolke verschwinden lässt. Sistam Aperio ist ein Zauber, der verwendet wird, um einen Koffer, eine Truhe, eine Kiste oder einen Käfig zu öffnen. Nox. Nox ist der Gegenzauber zu Lumos. Er löscht demnach das entstandene Licht. Obliviate. Mit diesem Zauber kann man einige oder alle Erinnerungen aus dem Gedächtnis einer Person löschen. Lumos. Lumos ist ein Alltagszauber, mit dem man Licht erzeugen kann. Es gibt weitere Formen von Lumos. Lumos Maxima, ein Zauber, der Lumos ähnelt, aber stärker ist. Lumos Solem, ein Zauberspruch, der Sonnenlicht erzeugt. Arania Exumai, der Spinnenabwehrzauber, ist ein Zauber, der zur Abwehr von Akromantulas oder anderen großen Spinnen verwendet wird. Expecto Patronum. Der Patronus-Zauber ist einer der berühmtesten und mächtigsten Verteidigungszauber, die in der magischen Welt bekannt sind. Es ist ein hochkomplizierter Zauber, der eine teilweise greifbare Kraft aus positiver Energie erzeugt, die als Patronus oder Schutzgeist bekannt ist. Er ist der primäre Schutz gegen Dementoren, gegen die es keine andere Verteidigung gibt.
Bombarda. Der Explosionszauber Bombarda ist ein Zauberspruch, mit dem kleine Explosionen auf einem mit dem Zauberstab anvisierten Ziel ausgelöst werden können. Die Explosion ist stark genug, um eine Eisentür oder ein vergittertes Fenster wegzusprengen. Bombarda Maxima. Bombarda Maxima ist eine Variante des Bombarda-Zaubers. Die Formel scheint eine größere Explosion zu erzeugen als Bombarda. Avada Kedavra. Avada Kedavra! Der Tötungsfluch Avada Kedavra ist einer der mächtigsten und unheimlichsten Zauber der dunklen Magie in der magischen Welt. Wenn der Tötungsfluch korrekt auf eine lebende Person oder Kreatur angewendet wird, verursacht er einen sofortigen und schmerzlosen Tod und hinterlässt keine Spur von Gewalt am Körper. Da seine Wirkung irreversibel ist, wird er als einer der drei unverzeihlichen Flüche eingestuft. Der Tötungsfluch kann nicht mit magischen Mitteln geblockt werden, da die meisten Verteidigungszauber, wie zum Beispiel der Schildzauber, nicht vor ihm schützen. Der einzige bekannte Gegenzauber besteht darin, dass eine Person bereit ist, ihr Leben für das Opfer selbst zu opfern, um es zu schützen, was die Macht der Liebe nutzt, um den Fluch zu stoppen und abprallen zu lassen. Andererseits kann man dem grünen Lichtstrahl ausweichen oder ihn mit einer physischen Barriere blockieren. Stupor. Stupor ist ein Schockzauber, der das Opfer sofort bewusstlos macht, damit dieses am Weiterkämpfen gehindert wird. Wer den Spruch sagt, erzeugt damit einen roten Lichtblitz, der so mächtig ist, dass das Opfer weggeschleudert wird. Engorgio. Der Schwellzauber Engorgio bewirkt, dass ein Objekt an Größe zunimmt. Er wurde erstmals von Hermine Granger erwähnt, als sie vermutete, dass die Kürbisse von Rubius Hagrid unter magischem Einfluss standen. Er wird auch von Barty Crouch Jr. verwendet, als Alistair Moody getarnt mit Hilfe des Vielsafttranks in der Klasseverteidigung gegen die dunklen Künste an einer Spinne, die er benutzt, um den Schülern in Harry Potter und der Feuerkelch die drei unverzeihlichen Flüche zu demonstrieren. Imperio. Der Imperius-Fluch ist einer der drei unverzeihlichen Flüche. Seine Beschwörungsformel lautet Imperio. Der Anwender hat dann die totale Kontrolle über das Opfer und der Zauber ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Aus diesem Grund kann nicht nachgewiesen werden, wer freiwillig oder unter dem Einfluss des dunklen Zaubers für Voldemort gearbeitet hat. Crucio. Der Cruciatus-Fluch oder der Folterfluch ist ein Zauber der dunklen Künste und einer der drei unverzeihlichen Flüche. Wenn der Fluch richtig angewendet wird, erzeugt er beim Opfer intensive, quälende Schmerzen. Ascendio. Ascendio ist ein Zauber, der einen Zauberer in die Richtung aufsteigen lässt, in die der Zauberstab des Zauberers zeigt. Der Zauber kann ihn also in die Luft katapultieren oder ihn an die Oberfläche befördern, wenn er sich unter Wasser befindet. Accio. Vom lateinischen Verb accire abgeleitet bedeutet accio, ich bringe zu mir. Der Zauber wird verwendet, um entfernte Objekte herbringen zu lassen. Harry nutzt ihn im trimagischen Turnier, um seinen Feuerblitz zu rufen, Flitwick, um Hausaufgaben abzuholen. Periculum. Periculum ist die Beschwörungsformel eines Filmzaubers, die es erlaubt, rote Funken von der Spitze des Zauberstabs auszusenden. Der Zauber kann dazu verwendet werden, um anzuzeigen, dass jemand in Gefahr ist oder sofortige Hilfe benötigt. Reducto. Der Zauber Reducto ermöglicht es, feste Objekte zu zerbrechen. Harry Potter lernt den Reducto-Zauber, um sich auf die dritte Aufgabe des Turniers vorzubereiten. Er versucht, ihn gegen den goldenen Nebel im Labyrinth einzusetzen, bevor er sich daran erinnert, dass der Zauber nur gegen feste Objekte wirkt. Legilimens. Legilimens ist die Formel für den Zauberspruch, der es erlaubt, in den Geist einer Person einzudringen. Protego. Ein Zauber, der einen Schild zum Schutz gegen Todesser und Feinde in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und 2 erzeugt. Der Schild kann brechen, wenn er von mehr als einem Angriff getroffen wird. Incarcerus. Incarcerus ist ein Zauber, den man einsetzt, wenn man eine Person fesseln will. Dazu muss man den Zauberstab auf die Person richten, die gefesselt werden soll, und spricht Incarcerus aus. Einmal ausgesprochen, kommen Stricke aus dem Zauberstab und fesseln das Opfer. Levicorpus. Levicorpus lässt das Opfer kopfüber in der Luft hängen. Dämonsfeuer. Das Dämonenfeuer ist ein magisches Feuer, das mit schwarzer Magie verbunden ist. Die Flammen können das Aussehen von wilden Bestien wie Drachen oder Chimären annehmen. Es ist eine der wenigen Substanzen, die Horcruxe zerstören können. Finite. Der allgemeine Gegenzauber ermöglicht dem Zauberer, die Effekte eines oder mehrerer Zauber aufzuheben. Dieser Zauberspruch hat die Formel Finite Incantatem oder Finite. Episki. Episki ist ein Zauber, um Wunden wie Knochenbrüche oder Platzwunden zu heilen. Vulnera Sanentur.
Mit dem Zauber Vulnera Sanentor kann man Wunden und Verletzungen heilen. Es ist ein Filmzauberspruch, der angewandt wird, um Wunden zu heilen, die durch den Fluch Sectum Sempra verursacht worden sind. Mors Mord. Mors Mord! Mors Mord ist ein Zauber, mit dem das dunkle Mal, das Symbol von Lord Voldemort und seinen Todessern, beschworen wird, um es in die Luft zu projizieren, und zeigt normalerweise an, dass jemand dort gestorben ist, wo es erscheint. Opukno. Mit dem Opukno-Zauber kann man ein kleines Lebewesen dazu anweisen, jemand anderes anzugreifen. Aquamenti. Der Zauber Aquamenti ist einer der schwierigsten Sprüche. Er erlaubt es, dem Zauberer sauberes, trinkbares Wasser am Ende seines Zauberstabs erscheinen zu lassen. Die Stärke des Wasserstrahls ist variabel und kann zum Durstlöschen oder zum Löschen eines Feuers verwendet werden. Partis Temporus schafft einen temporären Durchgang durch eine schützende magische Barriere. Im Film verwendet Dumbledore den Zauber, um sich selbst und Harry einen Durchgang durch das Feuer in der Höhle, wo Voldemort einen Horcrux versteckt hat, zu verschaffen, damit sie vor den Inferi fliehen können. Hominum Revelio. Mit dem Zauber Hominum Revelio kann man herausfinden, ob sich in der Nähe noch andere Menschen befinden, ganz gleich, ob diese sich getarnt haben oder nicht. Salvio Hexia. Salvio Hexia ist ein Zauberspruch, der einen bestimmten Ort gegen weitere Zaubersprüche oder Flüche abschirmen kann. Hermine und Harry nutzen den Zauber, um die Orte zu schützen, in denen sie später ihre Zelte aufstellen. Repello Muggeltum. Der Muggelabwehrzauber ist ein Schutzzauber, der zur Abwehr von Muggeln eingesetzt wird. Muffliato. Der Muffliato-Zauber, Muffliato, ist ein Zauber, der ein nicht identifizierbares und unangenehmes Klingeln oder Rauschen in den Ohren von Personen in der Nähe des Zaubernden erzeugt, um eine Unterhaltung zu ermöglichen, ohne belauscht zu werden. Protego Totalum. Protego Totalum gehört zu einem der starken Schildzauber. Er ermöglicht es, wie die anderen Schildzauber, einen Schutzraum zu schaffen, der eine längere Zeit anhält. Dissendium. Dissendium ist ein Zauberspruch, der den Geheimgang nach Hogsmeade offenbart. Dieser befindet sich an dem Buckel der Statue der einäugigen Hexe. Incendio. Mit diesem Zauberspruch kann man Feuer erzeugen bzw. ein Feuer legen. Expulso. Dieser Zauberspruch dient dazu, große Explosionen zu erzeugen, die das Ziel mit einem Ausbruch von blauem Licht wegsprengen und genug Kraft haben, um Menschen gegen Wände zu werfen. Defindo. Defindo ist ein Alltagszauber, der auch Abtrennzauber genannt wird. Man kann damit Gegenstände schneiden, abtrennen oder zerreißen. Confringo. Der Explosionsfluch Confringo ist ein Zauber, der alles, was er trifft, explodieren lässt. Dieser Fluch kann sehr gefährlich und sogar tödlich sein, wenn er nicht verantwortungsvoll eingesetzt wird. Arresto Momentum. Arresto Momentum ist ein Filmzauber, der zum Beispiel eingesetzt werden kann, um bestimmte Dinge zu verlangsamen. So nutzt Hermine den Zauber, um zu verhindern, dass sie, Harry und Ron in der Gringotts Bank auf den Boden fallen. Oder Professor Dumbledore nutzt den Spruch, um Harrys Sturz von dem Besen zu beeinflussen. Relatio. Der Abstoßungszauber Relatio zwingt einen Gegenstand oder eine Person dazu, ihren Griff, um etwas zu lösen. Oder der Spruch stößt Gegenstände mit der Kraft eines anderen Gegenstandes ab. Pietotum Locomotor. Pietotum Locomotor ist ein Bewegungszauber, der von Professor Minerva McGonagall vor der Schlacht von Hogwarts eingesetzt wird. Der Zauber ruft Ritterrüstungen und Statuen dazu auf, Hogwarts zu beschützen und erweckt diese somit zum Leben. Fiantodori und Repello Inimicum. Diese beiden Filmzaubersprüche werden angewendet, um verschiedene Schutzzauber zu verstärken. Körper, die Grenzen der Barriere überschreiten, zerfallen auf der Stelle, während Zaubersprüche, die in die Barriere hineingeschossen werden, wenn sie nicht genügend Energie haben, um sie zu durchbrechen, große resonante Explosionen erzeugen. Die Professoren Slughorn und Flitwick, aber auch Molly Weasley, verwenden diese Zaubersprüche, um Hogwarts vor Voldemort und den Todessern zu beschützen. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!